Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Parität jetzt, wie Sachsen-Anhalts Parlament, Stadt- und Gemeinderäte künftig geschlechtergerechter werden können. Mein Name ist Rebecca Plasser, ich arbeite für die Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen-Anhalt und ich begrüße heute ganz herzlich Eva von Angern. Sie ist die Vorsitzende des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt und auch Landtagsabgeordnete der Partei Die Linke und Friederike Theile, die Geschäftsführerin des Landesfrauenrates Thüringen ist. Die Debatte um Parität in der Politik, das heißt um die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen und weitergehend auch um die Frage, wie Parlamente insgesamt vielfältiger werden können, ist derzeit in vollem Gange. Wir blicken heute vor allem auf die Frage der gleichberechtigten politischen Partizipation von Frauen, auf die Gründe ihrer Unterrepräsentation auf allen politischen Ebenen, auf mögliche Lösungswege, die es in Thüringen und Sachsen-Anhalt bisher gegeben hat, beziehungsweise die es auch künftig geben wird, und was sich eben davon lernen lässt, um Parlamente in Zukunft insgesamt vielfältiger aufzustellen. Wir werden jetzt circa 30 Minuten hier gemeinsam zu dritt sprechen und in das Thema einsteigen und laden jetzt aber schon ganz herzlich ein, in den Kommentaren einfach Fragen, Anmerkungen, Bemerkungen zu bestimmten Aspekten reinzuschreiben. Wir würden dann in den letzten 30 Minuten all diese Kommentare gern aufnehmen und hier von unseren beiden Expertinnen auch beantworten lassen. Dann würde ich jetzt mal einsteigen damit, dass Thüringen bis 2019 bezogen auf den Frauenanteil im Parlament tatsächlich die Nummer eins war. Mit 41% hatte Thüringen die meisten weiblichen Abgeordneten. Mittlerweile, nach der Wahl, sieht es dann schon wieder anders aus. Jetzt sind es gerade noch 31% der Gewählten, die überhaupt weiblich sind. In Sachsen-Anhalt war dies jedoch schon Rekord. Nie war die Quote der weiblichen Abgeordneten in Sachsen-Anhalt höher als circa 30%, bis sie in der letzten Legislatur sogar auf 21% absank. Damit war Sachsen-Anhalt das Schlusslicht in Deutschland und hatte die wenigsten weiblichen Abgeordneten. Jetzt nach der Wahl im Juni ist es so, dass wir bei 27% weibliche Abgeordnete liegen. Damit sind wir auf den fünftletzten Platz gerutscht. Immer noch kein Grund zum Jubeln. Nichtsdestotrotz ein bisschen besser als in der letzten Legislatur. Und man muss sagen, dass es in der Kommunalpolitik ja häufig noch schlechter aussieht. Der Anteil der Mandatsträgerinnen in der Kommunalpolitik liegt bei auch etwa 27%. Der Anteil der Bürgermeisterinnen liegt bei 9% und der Oberbürgermeisterinnen sogar nur bei 8%, was ja ein eklatantes Ungleichgewicht ist, im Hinblick auf ja die 50% Frauen, die es in der Gesellschaft auch gibt. Bevor wir hier über mögliche Ursachen diskutieren, erstmal eine Frage an Sie beide. Parität in den Parlamenten, was ändert sich dann eigentlich? Vielleicht Eva von Angern, wollen Sie gern beginnen? Ja, also ich finde, erstmal muss man doch mal fragen, gibt es überhaupt einen Rechtfertigungsgrund dafür, dass es überhaupt eine Parität gibt? Und da sage ich ganz klar, ja, das gibt es. Weil das Gegenargument kommt ja dann immer, naja, die sind ja alle frei aufgestellt von den Parteien, also auch die Mehrzahl Männer. Und auch Männer machen ja Politik für Kinder, für Senioren und eben auch für Frauen. Und da sage ich ganz klar und deutlich, nein, ich möchte, dass wir, unser Geschlecht, auch für uns tatsächlich Politik machen und Entscheidungen treffen können. Und dieser Leitsatz, die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich, also gehört uns auch die Hälfte der Macht, das ist gar nicht so weit hergeholt. Und Sie haben ja ganz konkret gefragt, was bedeutet das denn eigentlich? Ich kann Ihnen eher sagen, was es bedeutet, wenn man kein paritätisch besetztes Parlament hat. Also wir waren bis jetzt zum Juni, beziehungsweise auch noch bis jetzt zum 6. Juli, wenn sich der Landtag neu konstituiert, waren wir tatsächlich das Parlament, wo nur das fünfte Gesicht im Plenum weiblich war. Und das bedeutet, dass Themen hinten runterfallen, dass es auch ein Debattenklima gibt, wo ich ganz klar sage, das ist aus meiner Sicht kein Klima, in dem sich auch Frauen wohlfühlen, in deren Frauen auch gerne Politik machen. Und das Schwerwiegendere ist aber tatsächlich, dass Themen hinten runterfallen. Und da meine ich jetzt nicht nur die klassischen Themen, die einem sofort einfallen, nämlich die Kinderbetreuung oder die Pflege, aber natürlich auch das. Aber ich gehe da lieber
richtig ins Harte rein. Ich war selbst 9 Jahre lang Mitglied im Finanzausschuss. Das ist der Ausschuss, wo tatsächlich über das gesamte Geld, den gesamten Haushalt entschieden wird. Und natürlich schlussendlich macht es das Plenum. Aber der Finanzausschuss ist tatsächlich ein Machtzentrum in jedem Parlament, im Übrigen auch in den Kommunen und auch natürlich im Bundestag. Und insofern geht es eben an solchen Schaltstellen sehr wohl darum, wer sitzt dort, wer entscheidet dort mit. Und ich kann mich erinnern, ich bin von Frauen, von Kolleginnen damals angesprochen worden. Bei mir war es insbesondere eine, die dann in den Landesrechnungshof wechselte, die gesagt hat, Eva, geh du unbedingt in diesen Finanzausschuss, weil dann entscheidest du, wo da die Schwerpunkte sind. Und ich habe damals mit Kinder- und Jugendpolitik angefangen im Parlament und selbstverständlich wussten alle, das ist ein Kernthema. Ich hatte natürlich auch den Gesamtblick, wie alle Abgeordnetenkollegen ihn haben sollten. Aber schlussendlich geht es dann eben doch um die spezifischen Themen. Und Frau Plasser hat mich ja auch schon so angekündigt, ich bin Vorsitzende des Landesfrauenrates. Das heißt, alle wussten, solange ich im Finanzausschuss sitze, sitzt de facto auch der Landesfrauenrat, aber vor allem die Gleichstellungspolitik mit am Tisch. Und ja, es ist ein Unterschied, ob Männer oder Frauen Politik machen. Es sind unterschiedliche Perspektiven und es sind unterschiedliche Erfahrungen. Also das ist nicht mal nur biologisch begründet, sondern es sind einfach ganz tatsächlich unterschiedliche Erfahrungen. Und die Tatsache, dass vor allem Frauen Opfer von strukturierter Diskriminierung sind, ist kein Geheimnis. Und nur wenn ich sozusagen auch diesem Geschlecht angehöre und auch weiß, was es bedeutet, ich muss nicht jede Diskriminierung selbst erfahren haben, aber nur dann kann ich auch eben genau diese Themen, genau diese Probleme auch ins Parlament hineintragen. Und was ich jetzt so ein bisschen weggerückt habe, das Thema Klima, ist mir aber trotzdem sehr, sehr wichtig, das auch nochmal zu sagen, weil gerade ich als Abgeordnete, als Politikerin, aber auch als Landesfrauenratsvorsitzende, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich auch junge Frauen oder überhaupt Frauen mit ins Parlament hole, mit für politisches Engagement werbe. Und da ist es abstoßend, wenn Männer sich benehmen wie auf dem Schulhof in einer großen Pause. Das ist etwas, was unangenehm aufstößt. Und da bin ich wirklich überzeugt, da bedarf es dieser Präsenz von Frauen, die im besten Sinne abschreckend ist für solches Klima. Also die da auch eine gewisse Balance hält. Nun will ich nicht sagen, dass Frauen immer die besseren Menschen sind oder die weniger Kraftwörter verwenden. Aber ich gehe schon sehr wohl davon aus, dass eben so diese Balance aus Männern und Frauen das sehr, sehr befördern können. Und es ist auch nicht irgendeine Quote. Also wir wollen nicht die Quote der Brillenträgerin einführen, sondern eben ganz klar am Geschlecht festgemacht. Und da ende ich jetzt nochmal damit, die Hälfte der Menschheit ist weiblich, also sollte auch die Hälfte der Macht den Frauen gehören. Vielen Dank. Frau Theile, Sie dürfen einsteigen mit der Frage. Genau, also Frau von Anger hat schon ganz viel Wichtiges gesagt, aber ich glaube trotzdem, dass es gerade Themen gibt, wo es unter Frauen auch einen Konsens gibt, dass Angelegenheiten schlecht geregelt sind aktuell. Und ich glaube, zum Teil gibt es den Konsens auch unter Männern, aber sie werden halt einfach nicht priorisiert. Solche Themen wie Ehegattensplitting oder wie Abtreibung aktuell geregelt ist, Pflege, so. Ich glaube, ja, Gewaltschutz, da sind wir uns eigentlich einig, dass es nicht gut läuft. Und ja, dann wird es auf die lange Bank geschoben, dann redet man nicht drüber, dann reden halt nur die 25% Frauen im Parlament darüber. Und dann reicht es halt nicht, um das wirklich voranzubringen, um wirklich neue Initiativen zu schaffen. Und ich glaube, das ist so ja das Wichtigste, was sich ändern würde, dass einfach Themen, die besonders Frauen betreffen, dann angegangen werden und dann auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen werden und nicht, wir machen jetzt mal was Nettes für Frauen und dann machen wir es nicht richtig oder so. Genau, und generell finde ich, ja, muss man auch sagen, dass einfach diverse Gremien, diverse Entscheidungsgruppen bessere Entscheidungen für alle treffen. Also das sieht man ja in Unternehmen, aber das ist in der Politik genau das Gleiche, dass wenn wir verschiedene Perspektiven haben, verschiedene Leute haben, die Erfahrungen mitbringen, die andere Freundeskreise haben, sich in anderen Klassen bewegen, dass wir dann bessere Entscheidungen haben. Also für alle zumindest. Nicht dann vielleicht für weiße 50-jährige Männer, aber für den Großteil der Gesellschaft. Ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt sozusagen schon, ja, Frau von Angern, Sie hatten gleich noch.
Ich habe gerade festgestellt, ich habe den unpassenden Hintergrund für, ich hebe mal die Hand. Bei mir sind das ganz viele Hände. Das muss ich nochmal ändern. Nein, mir ist bei dem Wort von Friederike Theile, diverse Gremien, ist mir etwas ganz, ganz Wichtiges und Aktuelles eingefallen. Also wir Landesfrauenräte haben in dem letzten Jahr ein Hauptthema gehabt, wie fast alle, der Umgang mit der Pandemie. Was bedeutet das für unsere Mitgliedsverbände? Was bedeutet das für Beratungsstellen und für Frauenschutzhäuser? Und dabei ist uns aufgefallen, dass sämtliche Pandemiestäbe überwiegend von Männern dominiert wurden. Also wir hatten Pandemiestäbe, die waren rein männlich. Und da fand ich es ja total spannend. Ich hatte damals eine Videokonferenz mit dem Präsidenten der Leopoldina, der selbst festgestellt hat, da fehlte was. Bestimmte Themen waren einfach nicht besetzt. Also die Tatsache, dass natürlich Frauenschutzhausmitarbeiterinnen systemrelevant sein müssen, weil wir die Frauenschutzhäuser nicht einfach schließen können. Ja, dass man Gelder zur Verfügung stellt, um Beratung anders zu öffnen zu können, mehr Online-Beratung machen zu können. Das ist etwas, was, sorry, es tut mir leid, das können Männer wahrscheinlich auch gar nicht im Auge haben, weil das gar nicht ihr Fokus ist, nicht ihre Lebenswelt ist. Das ist ja tatsächlich etwas, worum sich Frauenverbände kümmern, ein Frauenministerium und eher, also wirklich diesen Mittelpunkt haben. Oder alleine die Tatsache, was bedeutet das denn eigentlich für die Frauen, die nicht arbeiten können, sie aber um ihre Kinder kümmern müssen. Kann mir jetzt jemand sagen, ja, der ist ja auch noch ein Papa. Regel ist aber gewesen, das haben wir nun alle festgestellt, es waren dann eben doch wieder überwiegend die Frauen, die sich darum gekümmert haben. Und da anzusetzen und das wirklich ganz konkret zu machen, da braucht es Frauen in den Gremien, die sagen, und es müssen jetzt noch mehr Frauen da rein, damit eben diese Perspektive nicht nur mitgedacht wird, sondern die Entscheidungen auch entsprechend sind. Das war mir jetzt noch wichtig. Ja, vielen Dank. Wir haben also Themen, die nicht runterfallen, wenn Frauen drin sind oder mit einer bestimmten Ernsthaftigkeit und Bestimmtheit auch vorangetrieben werden können. Wir haben bessere Entscheidungen, weil diversere Entscheidungsgremien bessere Entscheidungen treffen können. Und wir haben eine Veränderung des politischen Klimas zum Positiven, wenn mehr Frauen in den Parlamenten sitzen. Was sind denn aus Ihrer Sicht überhaupt die Ursachen dafür, dass Frauen auf allen politischen Ebenen, muss man ja sagen, ja, im Bundestag sind es ja auch nur ca. 31%, auf allen politischen Ebenen derart unterrepräsentiert sind? Ich kann gerne anfangen. Also ich habe Soziologie studiert und dann ist natürlich das Erste, was man immer sagt, okay, jetzt ist die Sozialisation so. Was für Erwartungen haben wir an Frauen und Männer in dieser Gesellschaft? Welches Feedback bekommen denn Mädchen, die sich in die Öffentlichkeit stellen und ihre Meinung sagen so? Und was ist das für eine Erfahrung? Trete ich dann in eine Partei ein? Denke ich, okay, ich gehöre dahin oder bin ich zu schüchtern, mag ich die Öffentlichkeit einfach nicht? Das ist ja etwas, was man irgendwie nicht ignorieren kann, finde ich, wenn man über das Thema redet, dass wir halt auch in den Parteien einfach weniger Frauen haben. Selbst bei den Grünen sind es 40%. So, ja, an dem Punkt sind wir irgendwie, aber an dem Punkt können wir natürlich nicht stehen bleiben, weil die Stereotype werden noch ein bisschen so bleiben. Insofern muss man, glaube ich, auf die Ungleichbehandlung dann in den Parteien, die es natürlich auch gibt, hinweisen, ja, also nicht ernst genommen werden von Frauen, irgendwie Mansplaining, dass wenn Frauen sprechen, dass dann ja die Männer plötzlich alle laut zu tuscheln haben oder solche Sachen, ne? Das gibt's ja schon viel. Und dann halt auch die Nominierungsverfahren, wird man überhaupt gewählt, wird man auf die Liste gesetzt oder nicht? Dann gibt's bei den Direktwahlkreisen, was sicher nachher noch ein Thema wird, ja auch den Faktor des Geldes. Also es ist einfach normal ist, dass die Leute mit 20.000 Euro ihren Wahlkampf mitfinanzieren. Und Frau von Angern schüttelt den Kopf. Und dass das, ja, natürlich, wenn Frauen weniger Geld zur Verfügung haben, normalerweise in diesem Land ein Problem ist, ja. Sorry, das war nicht fair, einfach den Kopf zu schütteln, aber das ist tatsächlich häufig ein Argument, was gebracht wird, aber da kommt es dann auch auf die Partei an. Aber da sind wir tatsächlich mitten im Problem. Also ich kann sagen, die Linke, da muss man kein Geld mitbringen, da kann man sogar als Nichtmitglied auf den Listen kandidieren. Das hat auch was mit dem solidarischen Prinzip untereinander zu tun, dass die dann eben ein Abgeordnetenmandat haben, entsprechend viel, viel mehr spenden über den Zeitraum, in dem sie im Parlament sind und sich daraus eben dann auch der Wahlkampf finanziert. Aber wir sind da schon bei einem entscheidenden
als ich Thema, weil ich kenne das natürlich auch, dass es das in anderen Parteien braucht, dass da eben erstmal eine gewisse Stange Kohle mitgebracht werden muss, sodass ich de facto auch so eine Mandate oder so eine Wahlkreismandate auch ein bisschen vererben. Ne? Also das ist der eine Schützenkönig, gibt es an den nächsten Schützenkönig weiter. Und das ist ein Riesenproblem. Und das muss man ehrlicherweise sagen, wir haben natürlich auch derzeit ein Klima, was eher konservative Parteien verstärkt in die Parlamente gebracht hat. Also gerade wenn man sich das auch anguckt, wo mehr Frauen drin sind, das sind dann eher die, ich sag mal, linksliberal, das linksliberale bis Mitte-Spektrum, aber ab Mitte bis rechts, es ist einfach eher konservativer und männlicher geprägt. Und schlussendlich fehlt es dann eben einfach auch an Vorbildern. Und da muss ich aber echt schmunzeln, wenn dann gerade in den letzten 16 Jahren sofort der Kommentar kam: Ihr habt doch da ein Riesenvorbild, Angela Merkel. Also ich schätze sie sehr als Politikerin, halte sie für eine sehr integre Politikerin, muss aber ganz klar sagen, ist jetzt nicht mein Vorbild, die mich in die Politik geholt hat. Und Vorbilder sind natürlich viel, viel näher und viel nahbarer müssen die sein. Und daran mangelt es tatsächlich. Also wir haben tatsächlich zu wenige Frauen, die dann auch wieder Frauen mitziehen. Und das brauchen Frauen aber. Die müssen nicht an die Hand genommen werden. Das ist Quark, ne? Oder dem muss auch nicht gut zugeredet werden, wie toll sie sind. Das ist auch Unsinn. Die müssen auch nicht qualifiziert werden. Nein, die müssen jemanden haben, mit der sie, kann sogar mal ein Mann sein, aber das ist eher die Ausnahme, mit deren Unterstützung, die sie diese gläserne Decke durchbrechen. Und das, was wir im Arbeitsleben erleben, das erleben wir eben auch und eigentlich fast noch drastischer in der Politik, weil wir reden ja hier über viel weniger Stellen und wir reden natürlich auch über viel, viel mehr Macht. Das heißt, das ist nicht so, dass hier alle Parteien aufrufen, kandidiert, bitte kandidiert, bitte kandidiert und alle freuen sich wie verrückt und so ist es ja nicht. Das ist ein harter Kampf, das muss man mal ganz deutlich sagen. Und dieser harte Kampf, davor schrecken Frauen zurück. Und da dann jemanden an der Seite zu haben als Unterstützerin, da sehe ich wirklich Parteigrenzen hinweg. Deswegen bin ich ja auch so stolz, Friederike, auf unsere Landesfrauenräte, weil die sind genau diesen Werk, die Frauen stark machen. Und ich sag mal, wir, finde ich, zeigen das also in einer wunderbaren Art und Weise, wie man eben auch über Parteigrenzen, über unterschiedliche Interessen hinweg eben genauso ein Netzwerk sein können. Am Ende des Tages müssen natürlich diese Frauen auch alle alleine laufen, ohne Frage, aber das können die meisten. Also da bin ich wirklich zutiefst von überzeugt. Aber es braucht tatsächlich mehr Vorbilder. Und wenn ich von Netzwerken rede, dann meine ich auch, dass die sich in harten Zeiten unterstützen. Also gerade in so einer Zeit der Hasskommentare. Also wir haben ja im vorletzten Jahr als Konferenz der Landesfrauenräte haben wir ja auch den Beschluss gefasst, dass es unbedingt mehr getan werden muss gegen Hasskommentare. Und da gibt es ja nun ein sehr präsentes grünes Beispiel mit Renate Künast, was katastrophal war als Signal, was natürlich auch dafür gesorgt hat, was noch mehr Frauen abgeschreckt hat, in die Politik zu gehen. Also das ist einerseits ist es die Zeit, wo viele Frauen sagen, oh nee, ich will einfach mich mit anderen Dingen und vielleicht auch einfach mal nur mit mir und nicht mal nur mit meiner Familie, sondern mit mir beschäftigen. Und das andere sind eben diese Anfeindungen. Und das hat halt extrem zugenommen. Und da wünsche ich mir tatsächlich, weil das eine ist, wir fordern als Landesfrauenräte die mehr Personal bei den Strafverfolgungsbehörden, auch mehr Konsequenz bei der Strafverfolgung. Aber selbstverständlich braucht es auch eines solidarischen Netzwerkes unter Frauen, wenn sowas passiert. Also ich nehme das Beispiel Frau Baerbock, wie die gerade angefeindet wird, wie die mit der umgegangen wird. Und ich sage, ich meine, ich will die Frau nicht, aber sie ist eine Politikerin und nicht, also ich will sie als Politikerin kritisieren, wenn ich was zu kritisieren habe, aber doch nicht als Frau. Und da stelle ich mich selbstverständlich, auch wenn ich einer anderen Partei angehöre, mich vor sie oder neben sie, wie man auch mal das sehen möchte, und sage, stopp, bis hier. Und das wünsche ich mir mehr. Und nicht, dass dann im Hintergrund auch noch drüber gelächelt wird, hoch, jetzt hat es die getroffen. Da kann ich aber nur sagen, kann jederzeit die nächste selbst sein. Und ich habe das jetzt auch im Wahlkampf selbst erlebt. Es ist wirklich schrecklich. Es schreckt ab vom politischen Amt. Und da haben wir als Frauenverbände eine riesen Baustelle, um diese Hürde, die durch die Hasskommentare noch einmal erheblich aufgebaut worden ist, wieder abzubauen. Absolut. Frau Theile, Sie wollen ergänzen.
Genau, ich finde es ganz wichtig, was zum Empowerment gesagt wurde. Ich glaube, uns muss auch klar sein, dass Männer auch empowered werden. Also es ist nicht was, was Frauen ausschließlich brauchen und ausschließlich passiert, damit sie in die Parteien beitreten. Und ich glaube, ein 11-jähriger Junge wird auch schon ganz schön empowered und ein 20-jähriger. Und wenn er dann im Job ist, dann sieht sofort jemand, ah ja, der wird der nächste Chef hier. Also ich glaube, das ist was, was ganz viel passiert. Und was normalerweise Frauen weniger passiert, deshalb reden wir bei Frauen so oft darüber. Aber es ist halt was Neues jetzt für uns. Aber es ist nicht so, dass das Männer nicht brauchen. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt des gesellschaftlichen oder des politischen Klimas auch aufgreifen, wo vor allem im Moment auch Frauen drunter leiden. Im April hat die Justizministerin Christine Lambrecht gesagt, der Hass auf Frauen, die Politik machen, ist in den letzten Jahren stärker geworden. Und ich finde, das ist halt schon so ein Satz, ne? Wenn man alleine den sich mal auf der Zunge zergehen lässt, der Hass der Frauen entgegenschlägt, die Politik machen. Das ist ja erstmal, ne? Wir freuen uns über jedes Engagement, über jedes politische Engagement. Und man ist konfrontiert mit einer Welle von Hass. Der NDR hat auch Landtagsabgeordnete gefragt, wie sie das Klima im Landtag wahrnehmen. Frau von Angern, vielleicht haben Sie da auch geantwortet und da wurde gesagt, es wird abschätzig Frauen gegenüber gesprochen, auch frauenfeindliche Kommentare gemacht. Und tatsächlich sieht die Europäische Akademie für Frauen in der Politik und Wissenschaft in einer Studie, die diese digitalen Beschimpfungen und Bedrohungen als einen der Faktoren, die Frauen am meisten davon abhalten, in die Politik zu gehen. Und als wir jetzt die Veranstaltung gepostet haben, hat sich eine Frau auch bei uns gemeldet, die gesagt hat, ich würde gerne mitdiskutieren, weil ich bin politisch engagiert hier bei mir vor Ort und ich werde massiv angefeindet und bedroht und ich würde mich gerne austauschen. Das heißt, das ist ja auch eine Baustelle tatsächlich oder eine Herausforderung auch für die Landesfrauenräte. Sind Sie da denn auch beratend tätig in den Momenten? Also ehrlicherweise muss ich sagen, dass wir diese Baustelle für uns erst vor einer gewissen Zeit neu entdeckt haben. Wir sind, da spreche ich glaube ich auch ein bisschen für Friederike mit, wir sind personell jetzt nicht so aufgestellt, dass wir tatsächlich Beratungsleistungen machen können. Also unser Auftrag ist tatsächlich Lobbyarbeit für unsere Mitgliedsverbände. Und es ist einer der Kritikpunkte, dass es für Frauen sowohl im politischen, aber auch außerhalb des politischen Amtes, die sich in sozialen Netzwerken eben Hasskommentaren ausgesetzt sehen, dass es für die keine Beratungsstellen gibt. Es gibt dort keine Anlaufstellen. Das heißt, selbst wenn sie zu uns kommen, können wir sie maximal als an Anwältinnen vermitteln, ihnen Mut machen, tatsächlich auch den rechtlichen Weg zu gehen. Ich habe beispielsweise selbst, als ich die Hasskommentare exzessiv im Wahlkampf erlebt habe, habe ich mich an die Öffentlichkeit gewendet, habe auch deutlich gemacht, ich stelle zu jedem der einzelnen Hasskommentare einen eigenen Strafantrag. Die sind jetzt alle bei der Staatsanwaltschaft. Und das ist auch gut so. Ich weiß, dass da Grenzen sind, dass es also wenig Aussicht auf Erfolg hat, um es mal aus juristischer Sicht zu sagen, aber es muss getan werden. Und ich schaue auch auf die Istanbul-Konvention und sehe auch diese als Grundlage dafür, dass hier was getan werden muss. Und wir haben, da kann ich zumindest für Sachsen-Anhalt das sagen, wir haben keine wirkliche fundierte Strategie in Sachsen-Anhalt, die alle Aufträge der Istanbul-Konvention umsetzt. Die gibt es nicht. Wir haben nicht dieses allumfassende Hilfenetzwerk für Frauen, für Mädchen, die von Gewalt betroffen sind und darunter zähle ich Hasskommentare. Ich gucke da mal ein bisschen neidisch Richtung Schleswig-Holstein, auch zum Landesfrauenrat Schleswig-Holstein, die da mit einem ganz anderen Engagement auch des Ministerpräsidenten höchstpersönlich ausgestattet sind, wo das also auch zur Chefsache gemacht worden ist, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Das heißt, ich spüre auch hier ein Mann, ich räume es gleich ein, es ist ein Mann, aber ich spüre auch hier, wenn es sich jemand wirklich annimmt, wenn jemand wirklich das Thema ernst nimmt, dann gibt es dafür sehr wohl Lösungen und dafür gibt es dann auch Geld und ich sage mal, dass Geld genug da ist, das haben wir gerade in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, wenn es einen Wille gibt, dann funktioniert es auch und dann gibt es auch das Geld dafür. Also das ist eine Baustelle, die einfach noch gemacht werden muss. Ich hoffe, dass jetzt bei den Koalitionsvereinbarungen, die ja gerade in Sachsen-Anhalt laufen, dass sich da einer der Partner, die da an einem Tisch zukünftig sitzen werden, sich dafür stark macht, tatsächlich eine Strategie im Sinne der Istanbul-Konvention umzusetzen und dass wir da nicht darauf warten, dass es im Bund irgendwann mal eine Regelung gibt, sondern dass wir da auch als Land vorher aktiv werden. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran als Landesfrauenrat und die Idee, da auch nochmal so eine Vernetzung beziehungsweise eine Anlaufstelle für von Hasskommentaren betroffenen Frauen und von Hetze im sozialen Netzwerk, das nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Die Wahrheit ist, das haben Sie jetzt, das steht ja auch in der Studie, die Sie benannt haben, die meisten Frauen verabschieden sich dann
erst aus dem sozialen Netzwerk und dann meistens aber auch von dem politischen Engagement. Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Vielen Dank auch nochmal für diese Einschätzung. Ich würde jetzt gerne mal zum nächsten Thema auch kommen und das Stichwort Paritätsgesetze nennen. Die sollen ja gerade die Unterrepräsentanz von Frauen gesetzlich beheben. Und da geht es vor allem um Vorgaben bezüglich der Listenaufstellungen, also quotierte Listenaufstellungen der Parteien, zu verpflichtend zu machen. Bisher gibt es quotierte Listenaufstellungen nur bei den Grünen, bei der Linken und also die 50%. Und ansonsten glaube ich auch bei der SPD gibt es eine quotierte Aufstellung, aber ich weiß nicht genau, ob die auch 50% ist oder nicht. Da können Sie ja vielleicht, Frau von Angern, auch gleich nochmal was dazu sagen. Frau Theile, ich würde Sie aber erstmal fragen. In Brandenburg und Thüringen gab es ja die ersten Paritätsgesetze, die leider beide gescheitert sind. Können Sie noch mal ganz kurz erzählen, wie es in Thüringen gelaufen ist, wer da dieses Paritätsgesetz initiiert hat, welche PartnerInnen da unterstützt haben und woran es letzten Endes denn lag, dass es sozusagen vom Landesverfassungsgericht gescheitert ist? Genau, kann ich sehr gerne machen. Also 2013 hat der Landesfrauenrat einen Beschluss, gab es auf der Delegiertenversammlung einen Beschluss, wir setzen uns für ein Thüringer Paritätsgesetz ein. Einstimmig, trotz allen konservativen Verbänden, die wir haben. Und dann haben wir das Thema natürlich ein bisschen vorangetrieben, haben eine Veranstaltung zum Thema gemacht. Und 2014 haben dann die Grünen, vor allem die Fraktion der Grünen, im Thüringer Landtag das Thema vorangetrieben, indem sie einen Gutachten in Auftrag gegeben haben, bei Frau Professorin Silke Laskowski. Und die hat dann festgestellt, okay, das geht in Thüringen, wir können das so machen, hat irgendwie aufgezeigt, was sind die Möglichkeiten. Dann kamen die Grünen 2014 in die Regierung und haben da das mit reinverhandelt, dass sich die Regierung um ein Paritätsgesetz bemühen wird. Dann gab es irgendwie 5 Gesetzesentwürfe, also es wurde viel gestritten in der Koalition. Es hat auch erstmal 3 Jahre gedauert, bis überhaupt damit angefangen wurde. 5 Gesetzesentwürfe, wo man darüber diskutierte, wie macht man das jetzt am besten. Und am Ende hat man ein Gesetz beschlossen, wo es ein ziemlich einfaches Gesetz, wo es nur um die paritätische Besetzung der Wahllisten geht, zur Landtagswahl. Also Kommunalwahl wurde rausgestrichen und auch die Direktmandate, die ja eine wichtige Schnittstelle sind, wurden rausgeschmissen, weil man gesagt hat, okay, wir müssten dann eine Wahlkreisreform machen, das wird in den nächsten 2 Jahren nichts mehr. Da gucken wir uns jetzt mal was an, was ist denn machbar, und hat dann dieses relativ einfache und auch sehr schön geschrieben, sehr verständliche Gesetz entworfen, am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Dann hat die AfD, das haben sie auch, das hat Bernd Höcke angekündigt, dass der da gegen klagen wird. Und dann haben die halt geklagt vom Thüringer Landesverfassungsgericht. Und dieses Landesverfassungsgericht hat gesagt, okay, das passt mit den Wahlrechtsgrundsätzen nicht, das passt mit der Parteienfreiheit, mit Chancengleichheit und der Programmfreiheit nicht. Und Artikel 3 des Grundgesetzes wurde nicht so richtig beachtet, nur die Thüringer Verfassung. Und ja, aus unserer Sicht wurden die Gleichberechtigungsgrundsätze nicht als wichtig genug angesehen im Vergleich zu den anderen Grundsätzen. So, also wir hätten das nicht so vorangetrieben, wenn wir die Entscheidung richtig gefunden hätten. Auch interessant, es gab 2 Sondervoten, und zwar alle Frauen sozusagen, die da Richterin waren, haben gesagt, okay, wir finden, das ist nicht verfassungswidrig. Und 6 Männer haben gesagt, es ist verfassungswidrig. 1 Mann hat gesagt, es ist nicht verfassungswidrig. Also das war der Punkt. Und dann haben wir als Thüringer Landesfrauenrat gesagt, okay, was machen wir jetzt damit? Von den Parteien kam danach wenig, und wir haben dann Frau Laskowski beauftragt, also nicht als Landesfrauenrat, sondern als Privatperson, und dann das in Auftrag gegeben, dass sich ganz viele Leute daran angeschlossen haben, dass wir Verfassungsbeschwerde eingelegt haben beim Bundesverfassungsgericht. Wir warten auf ein Ergebnis. Aber wir haben bis jetzt 500 Beschwerdeführerinnen, die gesagt haben, okay, wir stimmen euch zu, das ist nicht richtig gelaufen. Und das wird wahrscheinlich, wenn man sich die Frist oder die Zeiträume anguckt, in denen das Bundesverfassungsgericht sowas bearbeitet, auch noch eine Weile dauern, bis da was entschieden ist. Frau von Angern, können Sie erzählen, wie es in Sachsen-Anhalt gelaufen ist? Da gab es ja kein Paritätsgesetz, aber den Versuch.
Genau, also es gab zum einen in der Koalitionsvereinbarung der letzten Wahlperiode einen Prüfauftrag. Das hatte auch was, also das hat eine besondere Geschichte, aber die ist jetzt nicht entscheidend. Wir haben dann, also ich bin ja nicht nur Frau Landesfrauenratsvorsitzende, sondern auch Mitglied der Linksfraktion, wir haben einen eigenen Gesetzentwurf geschrieben. Und ich sage es gleich vorweg, das ist ein Gesetzentwurf, den wir im Frauennetzwerk vorab beraten haben. Also ich habe ganz offen auch mit den Kolleginnen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen gesprochen. Ich wusste ja, dass ich sie in eine Koalitionsproblematik bringe. Und wir haben da sehr offen, sehr ehrlich miteinander geredet. Und das hat jetzt nichts mit Kungelei zu tun, sondern das hat einfach was auch mit realen Grenzen zu tun. Und selbstverständlich kann ich nicht erwarten von Ihnen, dass Sie wegen eines Themas, auch wenn mir das besonders wichtig ist und wo wir uns vielleicht auch alle einig sind, dass aber Ihre kompletten Fraktionen da den Koalitionsfrieden brechen. Also das wäre naiv, wenn man das glauben würde. Und das ist schwierig. So, wir haben aber uns verständigt, dass wir erstmal einen anderen Weg gehen. Das hatte meine Fraktion dann entschieden, dass es also nicht nur um die Landeslisten gibt, denn ehrlicherweise muss man sagen, so wie das in Thüringen und in Brandenburg ja Gesetzeskraft war, hätte man, also mal ganz theoretisch, hätte sozusagen standgehalten, hätte es passieren können, dass maximal 25%, das wäre sicher, eines Parlaments weiblich ist, weil eben nur die eine Hälfte des Wahlaktes beschaut worden ist. Das heißt, wir haben ganz bewusst gesagt, okay, es wird ein Gesetz sein, was jetzt eher nicht das Licht der Welt erblicken wird. Aber, und das war unter den Kolleginnen ausgemacht, es wird definitiv in den Ausschuss überwiesen und es wird eine Anhörung dazu geben. Das heißt, dieser Gesetzentwurf, so wie er vorgelegt worden ist, hatte die Chance, das Licht des Ausschusses, des Parlaments zu erblicken und eben auch von Sachexperten bewertet oder Fachexperten bewertet werden zu können. Und wir hatten eben neben der Landesliste, hatten wir klar gesagt, wir wollen Tandems in den Wahlkreisen, was konkret bedeutet, hätte, dass die Wahlkreise halbiert werden, damit pro Wahlkreis immer zwei, also ein Mann und eine Frau antreten. Und dann hätte jeder Wählerin, jeder Wähler hätte die Chance gehabt, sozusagen einen Mann und eine Frau, musste übrigens nicht von einer Partei, also man wählt kein Tandem, sondern man wählt immer einen Mann oder eine Frau oder eben divers. Divers muss sich dann entscheiden, ob man auf männlich oder weiblichen Platz antritt, ebenso bei der Liste. Und das war mir eben wichtig, weil das passt gerade zu dem, was Friederike gesagt hat. Wir haben gesagt, also wenn, dann bitte auch die Landesregierung paritätisch besetzt und auch das Landesverfassungsgericht. Weil selbstverständlich unterliegen auch unterliegt auch die Verfassungsgerichtsentscheidungen, unterliegen ja auch einer gesellschaftlichen Veränderung. Und es ist unendlich wichtig, dass auch in der dritten Gewalt mehr Frauen existent sind. Und ich weiß noch, wie stolz der Landesfrauenrat zu Beginn der vorletzten Wahlperiode verkündet hat, dass die Thüringer Landesregierung paritätisch besetzt ist. Also da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern und habe dann gesagt, Mensch, das müssen wir in Sachsen-Anhalt auch mal schaffen. Wir waren Welten davon entfernt. Also wir haben dort eine Anhörung gehabt im Ausschuss, die war auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir hatten natürlich auch Frau Professor Laskowski, wir hatten aber auch Frau Professor Dr. Allenbach da und hatten auch noch eine Veranstaltung, die hatte das Justizministerium organisiert mit Professor Dr. Hans Mayer, was ich auch mal ganz spannend fand, dass es einen Verfassungsrechtler gab, der ganz klar für die Parität eingesetzt hat. Und als Landesfrauenrat, da kann ich jetzt einen kleinen Block einschieben, haben wir eine Publikation gemacht, die Anhörung, die Debatte im Landtag, aber eben auch Wortmeldungen von Politikerinnen, also allen Vertretenen, also CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und nee, habe ich FDP und Linke, so. Und die also sich alle unterschiedlich, na klar, weil auch unterschiedliche Herangehensweisen sind, aber sich dem Grunde nach alle dafür ausgesprochen haben, dass tatsächlich unbedingt mehr Frauen in die Parlamente müssen. Also eine zweite Lesung gab es nicht, dann wäre es abgelehnt worden, das Gesetz. Aber wir haben auf jeden Fall dokumentiert, welche Möglichkeiten man so einem Gesetz hat und die Besonderheit, und das ist auch nochmal der Unterschied zu Thüringen und Brandenburg, das will ich zumindest noch sagen. Wir haben ganz klar gesagt, es muss die Verfassung geändert werden, weil wir ja schon die Debatte mitbekommen hatten aus den anderen beiden Ländern, und das wäre einfach die sichere Variante gewesen, um gegen die Argumente auch des Thüringer und auch Brandenburger Landesverfassungsgerichtes da Einhalt zu gebieten. Und insofern ist es wahrscheinlich irgendwann erforderlich, dass es auch eine Grundgesetzänderung für die Parität im Bund geben muss. Ja, vielen Dank auch nochmal für den Bericht tatsächlich aus dem Landtag. Und es wurde ja auch eine große Öffentlichkeit erzeugt. Ich glaube, also man hat viel über Parität jetzt auch gehört im Zuge dieses Prozesses in Sachsen-Anhalt. Es ist ja auch so, dass im Februar tatsächlich das Karlsruher Bundesverfassungsgericht eine
Wahlprüfbeschwerde unzulässig eingestuft hat, die von der Bayerischen Initiative Aktionsbündnis Parité gegen die Untätigkeit des Gesetzgebers, sozusagen Wahllisten gleichberechtigt zu besetzen und verpflichtend zu besetzen, das Bundesverfassungsgericht hat diese Wahlprüfbeschwerde als unzulässig abgelehnt. Das war, wir hatten das vorhin schon kurz vorbesprochen mit Frau Theile, wahrscheinlich die letzte Bundestagswahl, die da geprüft werden sollte. Kann man eigentlich damit auch mit dieser Entscheidung nochmal vom Februar sagen, dass Paritätsgesetze als juristisches Mittel für mehr Gleichberechtigung in der Politik zu sorgen oder als gesetzliche Maßnahme für mehr Gleichberechtigung in der Politik zu sorgen, eigentlich jetzt vom Tisch sind erstmal? Sie schütteln beide den Kopf. Genau. Wer will als erstes das also sagen? Frau von Angern, Sie sind übrigens gerade so ein bisschen, ich weiß nicht genau, ob Sie es auch merken, Ihre Verbindung ist gerade so ein bisschen schwierig. Ach echt? Also ich sehe mich ganz gut. Dann vielleicht Frau Theile erstmal, dann hoffe ich, dass sich das irgendwie verbessert. Ja, vielleicht. Gut. Genau, also ich glaube, das war, dass Paritätsgesetze nicht vom Tisch sind und gerade diese Beteiligung von Frauen ein großes Thema ist. Es wird ja auch in der CDU jetzt angegangen. Und es gibt auch gerade eine Kommission, eine Wahlreformkommission, die vom Bundestag einberufen wurde. Und da steht nicht explizit Paritätsgesetz drin, aber die sollen einen Vorschlag ausarbeiten, wie mehr Frauen in die Parlamente kommen. Also eine gleichberechtigte Aufstellung von Frauen und Männern in die Parlamente. Und ja, was da wahrscheinlich rauskommt, ist eine paritätische Regelung. Da muss man, glaube ich, gar nicht weit denken. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass das die einfachste Regelung wäre, wie man das auch nachhaltig sicherstellt. Also ich meine, wir haben jetzt gesehen, was passiert, wenn einfach so eine Partei wie die AfD mit sehr, sehr vielen Männern in die Parlamente kommt. Aber man kann sich auch bei anderen Parteien vorstellen, dass CDU einen Rechtsdruck macht und dann weniger Frauen Lust haben, dabei zu sein. Und ich glaube, insofern sind die Paritätsgesetze wirklich überzeugend, einfach weil sie nachhaltig sind, weil sie weitertragen und weil dann so eine Gesetzesänderung halt doch nochmal ein größerer Schritt ist als eine parteiinterne Änderung zum Beispiel. Genau, und wir als Landesfrauenrat Thüringen, wir begleiten jetzt die Wahlprüfungsbeschwerde, die für die nächste Bundestagswahl 2021 vorgesehen ist. Also niemand weiß, wie viele Frauen und Männer ins Parlament kommen, aber wir gehen davon aus, dass es keine 50% Frauen sein werden. Insofern wird dann wieder Einspruch eingelegt und es kommt wieder zu einer Wahlprüfungsbeschwerde. Diesmal wollen wir auch Diskriminierungserfahrungsberichte von Politikerinnen mit dazugeben, weil bei der letzten Wahlprüfungsbeschwerde, die abgelehnt wurde, weil es nicht gut begründet wurde, wie Frauen in Deutschland in der Politik diskriminiert werden. Okay, dann machen wir das halt. Also ich glaube, das wird auch nicht so wahnsinnig schwer, das überzeugend zu belegen, wie es Frauen in der Politik geht. Und genau bei dieser Wahlprüfungsbeschwerde, da wie schon bei der Verfassungsbeschwerde, da suchen wir natürlich auch wieder Leute, die uns unterstützen. Da kann man gerne mitmachen. Das wird dann nach der Bundestagswahl erst kommen. Natürlich kann man erst Beschwerde nach der Wahl einlegen. Aber genau, will ich schon mal kurz Werbung machen dafür, dass wir da Leute suchen, die das mit unterschreiben. Da gehen keine finanziellen Kosten mit ein oder so, sondern es ist einfach eine Unterschrift auf ein Dokument, was man dann uns zuschicken muss. Vielen Dank. Ja, das also mit den Paritätsgesetzen, ne? Sie hatten ja schon gesagt, Frau von Angern, da müssen die Landesverfassungen geändert werden und vielleicht auch das Grundgesetz geändert werden, das ist Zweidrittelmehrheit. Also wie wahrscheinlich ist es dann gerade in unserem gesellschaftlichen Klima, dass da perspektivisch vielleicht, aber jetzt eine Änderung stattfindet? Also ich sag mal, wir arbeiten ja überparteilich und ich kann aber wenigstens zumindest sagen, dass natürlich Frauen auch mal hingucken sollten, wen sie wählen. Wähle ich eher links progressiv oder wähle ich lieber rechts konservativ? Ehrlicherweise muss man sagen, die Wahlanalysen zeigen tatsächlich, Männer wählen eher rechts konservativ. Aber natürlich gebe ich Ihnen recht, Parität ist nicht das Allheilmittel, vor allem nicht das kurzfristige. Und deswegen sind wir Landesfrauenräte natürlich auch regelmäßig im Kontakt und überlegen, wie kann es uns gelingen, durch außergesetzliche Mittel, also die uns einfach zur Verfügung stehen, wie können wir es schaffen, einmal mehr Frauen dafür zu gewinnen, sich politisch zu engagieren, dann auch am Ball bleiben, beziehungsweise sich dann eben auch durchzusetzen. Und da ist es in allen Landesfrauenräten so, dass die Frauenorganisationen der Parteien
Parteien vertreten sind und dass wir selbstverständlich überparteilich arbeitend sie dabei auch unterstützen. Also in Sachsen-Anhalt gibt es beispielsweise in Vorbereitung der nächsten Kommunalwahl ein tolles Konzept, gemeinsam landeszentrale politische Bildung mit dem Landesfrauenrat, was wir mitentwickeln und auch was wir mit umsetzen werden, wie es uns gelingen kann, auch durch Mentoring, auch durch Empowerment, mehr Frauen für die kommunale Ebene zu gewinnen. Weil schlussendlich muss es ja irgendwo beginnen. Ne? Und es ist gerade in den Bereichen, also Sie haben es vorhin die Zahlen gesagt, es ist eine Katastrophe, dass wir irgendwie nur 8% Oberbürgermeisterinnen haben. Wir haben demnächst keine einzige Landrätin in Sachsen-Anhalt. Und in anderen Ländern sieht es nicht anders aus. Und da müssen wir sozusagen all die Ebenen parallel mitdenken, müssen es gemeinsam schaffen, Frauen stark zu machen, im Sinne von, also ihre Stärken auch wirklich, dass sie ankommen, ne? Also dass sie genau so, wie sie sind, auch ihre Politik machen können. Und da kommt es schon sehr wohl auf Netzwerke an, auch auf überparteiliche Netzwerke an. Und ich sag mal, das ist ja auch, also in den Anfang der 90er, kann ich mich erinnern, in Magdeburg gab es ja auch die Frauenliste. Ne? Das wird sicherlich schwierig sein, aber genauso wie es Bürgermeisterkandidaten oder Landratskandidaten gibt, die von verschiedenen Parteien unterstützt wird, so kann man vielleicht auch gucken, dass man eben auch Frauenverbände, also für uns ist es schwierig als Landesfrauenrat, ich denke mal, das wird in Thüringen nicht anders sein, weil wir eben überparteilich arbeiten müssen, aber wir können unterstützen, wir können öffentlich unterstützen, wir können Werbung machen für die Frauen, dann eben von verschiedenen Parteien, aber da muss noch mehr Kreativität an den Tag gelegt werden und wir müssen es schaffen, dass es eben nicht geschafft wird, dass durch die rechtskonservativen Kreise die Paritätgesetz oder Gesetzgebung bzw. die Diskussion für tot erklärt wird. Und da sehe ich tatsächlich eine Chance auch in Baden-Württemberg, in Hamburg, in Niedersachsen, die ja gerade alle an solchen Gesetzentwürfen arbeiten, Berlin auch. Also das ist, Sie merken das, die lassen sich alle irgendwie nicht abschrecken durch Thüringen und Brandenburger Landesverfassungsgerichte und das ist auch gut so. Also wir werden dabei an beiden Bällen werden wir beide in der Luft behalten und hoffen, dass wir irgendwann mal im Tor landen. Das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Gerade der außerparlamentarische sozusagen Ansatz, ne? Also über Empowerment. Können Sie, wie heißt denn das Programm von der Landeszentrale und vom Landesfrauenrat? Hat es schon einen Namen? Das hat einen Namen und da ich jetzt mitgekriegt habe, dass meine Geschäftsführerin trotz ihrer Impfung hier mit zuguckt und auch parallel hier rein unten als Kommentar schon reingestellt hat, die Publikation zu Parität, würde ich Sie jetzt einfach, wenn Sie das hört, bitten, auch dieses andere Programm mal zu posten, damit wir das hier haben, weil da haben Sie natürlich total recht, Frau Plasser. Wir sollten da gegenseitig für Werbung machen, weil wir suchen gerade diese Frauen. Wir suchen und auch einen Zeitpunkt, die nächsten Kommunalwahlen, das ist noch eine ganze Weile hin. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, Frauen aufzubauen, die sich dann eben in ihren Kommunen durchboxen können. Und ich sage mal, das sind ja dann auch möglicherweise die zukünftigen Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeisterinnen oder Landrätinnen. Ja, dann vielen Dank, Daniela Sochanke, dass Sie das da vielleicht reinposten. Es gibt auch eine Anmerkung unter dem Facebook-Livestream. Und zwar ist es die Anmerkung, dass mit einer paritätischen Parlamentsbesetzung nicht automatisch von Frauen geschlechtergerechte Politik gemacht wird. Das ist so. Also ich habe es ja vorhin auch selbstkritisch gesagt, Frauen sind nicht die besseren Menschen und Frauen sind eben auch nicht immer die, die sich gleichstellungspolitisch engagieren, sondern ganz im Gegenteil. Also das erlebe ich auch regelmäßig, dass gerade Frauen zuweilen für Frauenthemen besonders schwer anzusprechen sind. Und da frage ich natürlich, woran liegt das? Also ist es jetzt so, dass die Frau einfach sich für ihre eigenen Interessen nicht mehr einsetzt? Oder, und das ist meine Erfahrung, geht sie davon aus, dass wenn sie das tut, hat sie Nachteile? Und das ist es eben. Also das Problem tatsächlich, dass man mit bestimmten Themen hinten wegrutscht, weil man nicht ernst oder weil es Frau nicht ernst genommen wird. Aber das, was hier im Kommentar natürlich noch angesprochen worden ist, ist die Koalitionsdisziplin. Also die eben dann auch dazu führt, dass Frauen schweigen, obwohl sie wissen, dass es kritische Punkte gibt. Da gibt es immer mal wieder Frauen, die da trotzdem hervorstechen. Also ich kann mich erinnern, als Frau Professor Dr. Kolb letzte Wahlperiode die Gleichstellungspolitik gemacht hat, die hat immer schon mal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, wenn die Gleichstellungsministerin eben nicht so agiert hat, wie es auch in der Koalitionsvereinbarung drin steht. Aber schlussendlich muss man sagen, das reicht eben nicht aus. Also wenn ich eine gesamte Koalition, und das meine ich dann auch tatsächlich, wenn es dann drei Fraktionen sind, darauf pochen, dass die Koalitionsdisziplin im Sinne von, ich setze auch
tatsächlich das um, was in einem Koalitionsvertrag drinsteht. Wenn das nicht funktioniert, dann haben auch gleichstellungspolitische Themen dann keine wesentlichen Standpunkt. Und das ist eben das Problem. Es sind nach wie vor die Themen, die nachrangig sind. Es geht um die große Politik und dann wird sowas eben, fällt sowas eben einfach hinten runter. Frau Theile, Sie haben auch noch eine Anmerkung dazu. Also es ist sicher so, dass sich nicht alle Frauen für Gleichstellungspolitik einsetzen, aber Frauen bringen schon mehr Frauenthemen ein, als das Männer tun. Das will ich doch noch mal kurz klarstellen. Es gab noch eine weitere Frage, und zwar die Frage, ob es tatsächlich eine Verfassungsänderung braucht, da sich Frau Professor Laskowski deutlich für Parität innerhalb der bestehenden Verfassung ausspricht. Das ist jetzt eine sehr juristische Nachfrage. Frau von Angern, die würde ich auch an einen Juristin gern weitergeben. Naja, ich habe da immer die Meinung, also wir haben ja sehr viele Gespräche auch mit Frau Professor Laskowski geführt und auch an vielen verschiedenen Runden. Und ich habe tatsächlich immer die rechtliche Auffassung vertreten, dass auch wenn die Regelung von Artikel 3 vermeintlich eindeutig ist, ist es aus meiner Sicht erforderlich, die Verfassung zu verändern, beziehungsweise das Grundgesetz zu ändern. Weil wir haben es eben einfach mit konkurrierenden Verfassungsaufträgen zu tun, die bisher noch nicht unter einen Hut gebracht werden. Allerdings, und das meinte ich ja damit da vorhin, dass sich auch Verfassungsrecht fortentwickelt. Es kann sein, dass in 10 Jahren ein Verfassungsgericht das ganz anders sieht. Das kann übrigens jetzt schon so sein. Also gerade bei den Landesverfassungsgerichten, die ja auch nochmal eine besondere Zusammensetzung haben, das darf man ja nicht unterschätzen. Das sind ja keine Gerichte wie im üblichen Sinne. Also in Sachsen-Anhalt ist es beispielsweise ein Hochschullehrer, tatsächlich ein Mann. Es sind 3 Berufsrichterinnen, davon ist eine Frau. Und es sind 3 Laienrichterinnen, 2 Frauen, ein Mann. Also wir haben schon eine relativ gute Besetzung in Sachsen-Anhalt, kann man so sagen. Aber das verändert sich. Es ist ja auch ein Gericht, das durch den Landtag gewählt wird. Also auch schon das ist die Besonderheit. Das ist ja im Bundestag auch ähnlich. In manchen Landesverfassungsgerichten sind auch noch Anwälte oder Anwältinnen vertreten. Also auch da ist noch Musik drin. Also es könnte sozusagen jetzt, ich nehme mal das Beispiel Baden-Württemberg, es gibt, ohne dass ich das Land, die Zusammensetzung dort kenne, Landesverfassungsgericht, es gibt dort ein Gesetz, dagegen wird streitig vorgegangen. Kann sein, dass das Landesverfassungsgericht mit sehr guten Argumenten, vielleicht analog der Argumente, die in Thüringen durch die Minderheitenvoten ausgesprochen, dass das sozusagen damit es verfassungskonform erklärt wird. Für mich ist da mal ein ganz schönes Beispiel das Thema alle. Also da gab es noch vor zig Jahren Verfassungsrechtler, die mit rechtlichen Argumenten erklärt haben, dass demnächst das Abendland untergeht. Es ist bis heute nicht untergegangen. Und insofern, das hat etwas mit einer Entwicklung, mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Ich glaube nur tatsächlich, dass das Brett in diesem Fall hier noch einmal dicker ist, weil es geht eben ganz klar um Macht. Und das dicke Brett ist wahrscheinlich auch deswegen noch mal dicker geworden, weil man ja sieht, dass der Frauenanteil derzeit in den Parlamenten eher zurückgeht. Also wir so ein gesellschaftliches, politisches Klima haben, was das gerade nicht befördert und auf jeden Fall auch nicht von alleine herstellen kann. Ja. Frau von Angern, Sie sind immer mal wieder ganz schlecht zu verstehen, aber wahrscheinlich liegt es an Ihrer Verbindung. Wir müssen mal gucken. Wenn es ganz schlecht wird, müssten Sie vielleicht ganz kurz Ihr Video ausschalten, dann ist die Tonspur ja meistens besser, weil es wäre so schade, die Argumente nicht zu verstehen oder das nicht richtig zu hören. Ich gebe Ihnen dann einfach noch mal ein Zeichen, wenn es beim nächsten Mal so schlecht verständlich ist. Sie haben ja schon gesagt, die Landesfrauenräte sammeln beispielsweise für diese Wahlprüfungsbeschwerde derzeit Diskriminierungserfahrungen von politisch engagierten Frauen. Frau von Angern, Sie hatten erwähnt, das Empowerment-Programm, was jetzt mit der Landeszentrale für politische Bildung aufgelegt wird. Es gibt Kampagnen auch von den Landesfrauenräten. Was sind dann weitere Maßnahmen, die Landesfrauenräte ergreifen, um das politische Engagement von Frauen zu fördern? Also vielleicht auch so aktuelle Beispiele. Also ich kann ja beginnen. Ich hoffe, dass das hält, sonst mache ich tatsächlich das Video aus. Also wir sind bei allen Wahlen natürlich dabei, dass die Frauen, die kandidieren, die über ihre Mitgliedsverbände bei uns als Verband vertreten sind, dass wir die nochmal im Besonderen fördern. Also dass wir einfach, also Werbung für sie machen. Dass wir einfach sagen, also erstmal Frauen wählt Frauen.
ist ja etwas, was über 100 Jahre alt ist als Spruch. Wir wissen, so lange gibt es das Frauenwahlrecht. Und wir versuchen sie aber natürlich bekannt zu machen, weil das ist das nächste Problem. Haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Es ist nicht nur das Geld, was vom Kandidieren abschreckt, sondern es ist dann eben auch die Tatsache, wie bekannt ist eine Frau. Also in Sachsen-Anhalt beispielsweise, gerade bei den Kommunalwahlen, stellen wir immer wieder fest, dass auch wenn Männer möglicherweise gar nicht weit vorne stehen auf der Liste der bei den Parteien, dass sie trotzdem gewählt werden. Also dass die Frauen, die davor, also dass die Männer sie sozusagen überholen. Und deswegen, was wir eben machen können, ist den Bekanntheitsgrad steigern und das ist nicht unwichtig und wenig, unser Netzwerk zur Verfügung stellen, bekannt zu machen, um sich auch Fachwissen anzueignen, weil das stelle ich auch immer wieder fest, dass Frauen Sorge haben, dass sie nicht ausreichend Wissen haben, wenn sie in die Politik gehen. Also da müssen Frauen erstmal gar keine Angst vor haben, weil auch Männer kochen nur mit Wasser. Und es ist ja vorhin auch schon gesagt worden, auch Männer wurden irgendwann empowered. Die sind nicht auf die Welt gekommen als Kanzler, Minister oder Politiker überhaupt. Also das sind so Punkte, wo wir Frauen unterstützen können, wo wir Netzwerk eben zur Verfügung stellen und wo wir ja auch für Fragen zur Verfügung stehen, wenn da einfach Punkte sind, die gebracht werden, die beantwortet werden müssen. Genau, also wir haben uns jetzt tatsächlich auf die rechtliche Variante irgendwie fokussiert, aber wenn man über Paritätsgesetze spricht, spricht man natürlich immer über Frauenanteil in der Politik und dann ist, glaube ich, einer der ersten Schritte, dass man erstmal darüber redet, okay, was ist denn aktuell der Stand und warum ist das ein Problem und warum sollte es mehr Frauen in der Politik geben? Also ich glaube, dieses drüber reden ist schon sehr wichtig und natürlich sind wir als Landesfrauenrat auch irgendwie ein Netzwerk, in dem verschiedene Frauen zusammenkommen. Aber so eine Kampagne, wie es der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt zum Beispiel gerade macht, haben wir jetzt noch nicht gemacht. Also Thüringen hat da aber auch positive Erfahrungen, weil wir machen das regelmäßig auch gemeinsam. Also insofern, also gerade so dieses Frauen wählt, ich finde sogar, dass wir da uns das Layout geteilt haben. Also ihr habt da auch schon ganz viel gemacht, das weiß ich genau, wenn ich jetzt mal so loben darf. Und außerdem seid ihr die Mutigeren bei den kreativen Umsetzungen von Aufforderungen, wählen zu gehen. Da sind wir meistens eher zurückhaltender. Aber das ist ein riesendickes Brett. Also ich kann mich erinnern, ich war mal ganz stolz als Landesfrauenratsvorsitzende gemeinsam mit der Justizministerin oder Gleichstellungs- und Justizministerin und der Landtagspräsidentin in der Landespressekonferenz zu sitzen und eben zur Wahl aufzurufen und mit denen gemeinsam aufzurufen, dass Frauen gewählt werden. Ja, die mediale Resonanz war jetzt irgendwie sehr gering. Also das ist tatsächlich, aber ich meine, wir haben jetzt ganz viel über Männer in der Politik gesprochen. Wir treffen ja überall auf sie. Es ist ja in allen Bereichen so, dass eben auch eher Männer unterstützen und so. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich die naive Idee hatte, als der Wahlkampf hier in Sachsen-Anhalt begann, wo ich dachte, boah, aus dem links-liberal-progressiven Lager nur Frauen und aus dem konservativ-rechten Lager nur, sage ich jetzt mal ohne Diskriminierungshintergrund, ältere Männer. Naja. Also da müssen wir dranbleiben, müssen wir einfach einen ganz langen Atem haben. Aber den haben wir, stimmt's, Frau Theiler? Ja, und ich hatte das ja eingangs auch schon so ein bisschen gesagt, dass es ja insgesamt gerade vielfältige Bemühungen gibt, Parlamente diverser aufzustellen. Also Parität, finde ich, kann nur so ein erster Schritt sein. Und es muss einfach dahin gehen, dass Parlamente jetzt nicht spiegelbildlich aufgebaut sind, das wird sich nie erreichen lassen, aber dass doch mehr Bevölkerungsschichten, mehr Aspekte der Diversität, die in der Bevölkerung präsent sind, auch im Parlament repräsentiert werden. Was lässt sich denn da eigentlich aus der Paritätsbewegung lernen für diese große gesellschaftliche Herausforderung? Frau Theile, Sie haben sich als Erste gemeldet. Genau, also ich glaube nicht, dass man da diesen Paritätsweg gehen kann, den wir gerade probieren zu gehen. Also ich glaube, rechtlich wird man da nicht viel machen können, weil einfach dieser Gleichberechtigungsgrundsatz, der in der Verfassung steht, viel stärker für Geschlechter ist als der Nichtdiskriminierungsgrundsatz, der da steht. Also bestehende Nachteile auszugleichen, steht da halt für Frauen. Und das, glaube ich, ist auch unrealistisch, da jetzt eine Verfassungsänderung anzustreben. Da hat man weder gesellschaftlichen Konsens noch irgendwie parlamentarischen Mehrheiten. So. Aber ich glaube, dass dieses drüber reden
sich in Netzwerken organisieren, Vorbilder zeigen, so diese Schritte, dass die natürlich genauso gelten für andere Gruppen. Und auch ja, Mentoring-Programme kann man sich gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Vielleicht kann Frau von Angern was zu sagen, was so an parteiinternen Quoten eigentlich da ist. Also es gab ja in der Berliner Verwaltung die Diskussion, ob man eine Quote für Personen mit Migrationshintergrund machen könnte, die dann so ein bisschen abgewiegelt wurde. Und jetzt ist es, glaube ich, ja, eine Empfehlung oder eine Bitte, dass mehr Leute eingestellt werden, so, aber es ist halt keine Quote geworden. Aber natürlich können Unternehmen da vorangehen, Medien, dass sie sich diverse aufstellen, dass sie sagen, okay, wir wollen hier 20% Personen mit Migrationshintergrund haben oder achten darauf, dass sich Transpersonen mehr bei uns bewerben und solche Sachen. Ne? Das kann man sich schon vorstellen. Also das teile ich, was Friederike Theile gesagt hat. Also ähnlich wie bei der Quote, müssen wir mal gucken, dass auch bei Grünen und Linken, wir waren ja die Ersten, die diese Quoten eingeführt haben als Parteien. Die SPD ist hinterhergekommen. Ich meine, dass es bei der SPD so ist, solange Frauen kandidieren, muss es paritätisch sein. Und ab dem Moment, wo keine Frau mehr da ist, werden die Männer einfach nacheinander abgereiht. Also nicht wie zum Beispiel wir das dann mit unserem Paritätsgesetz haben, dass es dann abgeschnitten wird. Also dass es dann einfach Schluss ist, was natürlich spannend für Frauen, für sehr rechte Parteien ist, die kaum Frauen haben, die dort kandidieren. Also ich gehe auch davon aus, dass das da erstmal die Parteien selbst Vorreiterin sein müssen. Aus der Verfassung sehe ich diese Herleitung auch noch viel, viel schwieriger als für Frauen. Also das, was wir als kritische Diskussion bei der Verfassungsableitung für ein Paritätgesetz haben, die würde, also es ist wahrscheinlich, oh, da fehlt mir echt Kreativität. Ich meine, das kann man auch begründen, aber ob das irgendwie Bestand hat, weiß ich nicht. Also da, das ist noch ein viel, viel dickeres Brett. Ich finde es gut, dass die Landesfrauenräte das alles mit im Auge haben. Also man könnte ja auch sagen, wir sind für die Frauen da, ne? Aber nein, es wird mit im Auge behalten wird, da wird auch geguckt, dass das nicht vergessen wird, dass das nicht hinten runterfällt und die beiden Quoten, die jetzt angesprochen worden ist, beziehungsweise die Sensibilität für Menschen mit Migrationshintergrund und für die diverse Personen, das halte ich auch für richtig und auch hier wieder, wir reden drüber. Ja, und das Reden darüber hat ja auch etwas mit Normalität und im Übrigen auch mit Mut machen zu tun. Also, dass die Personen auch sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Und es ist natürlich, muss man sich nichts vormachen, etwas anderes für jemanden mit Migrationshintergrund, der oder die in Berlin antritt oder in Sachsen-Anhalt auf dem Dorf. Ja, also es ist schon auch nochmal ein Unterschied. Ja, definitiv. Das würde ich auch so unterschreiben. Es ist ja auch so, dass also in Parteien neben den quotierten Listen beispielsweise, also bei den Grünen oder jetzt auch bei der Linken, es natürlich auch quotierte Redelisten gibt, ne? Und sozusagen auch die Sprechanteile. Also wir reden ja jetzt erstmal nur über also bei der Listenaufstellung bei der Wahl, aber es fängt ja schon weit vorher an. Wer spricht eigentlich, wie lange? Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, unterhalb von gesetzlichen Regelungen, zumindest für Parteien, auch mehr Diversität herzustellen. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich eher die Aufgabe auch von sensibilisierten Menschen, das in ihre Parteien zu tragen. Sehen Sie das jetzt auch als Aufgabe der Landesfrauenräte, also nicht nur für Parität zu werben, sondern auch insgesamt für mehr Diversität in Parlamenten zu werben? Passt gerade, weil ich komme gerade aus einer Vorstandssitzung des Landesfrauenrates in Vorbereitung unserer Delegiertenversammlung. Wir haben jetzt unsere Anträge durchgesprochen und da ging es um das Thema Kinderrechtskonvention und die Frage, wie intensiv, also engagieren wir uns denn eigentlich für diese Thematik? Und ehrlicherweise muss man ganz klar sagen, es gibt natürlich auch Grenzen im ehrenamtlichen Engagement. Ich will damit nicht sagen, dass wir das ausgrenzen, aber wir haben schon eine Riesenbaustelle mit dem Thema Parität. Und da denken wir das mit, also wir denken zum Beispiel auch das Wahlrecht für Migrantinnen mit, also solche Sachen, ich meine, darüber müssen wir auch erstmal reden, ne? Dass wir überhaupt erstmal Wahlrecht bekommen. Es ist eine Baustelle, die aber tatsächlich nachrangig ist, will ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest für Sachsen-Anhalt könnte ich das jetzt so sagen. Weiß nicht, wie es in Thüringen aussieht. Ja, also ist nicht so ein großes Thema. Wir haben es jetzt so ein bisschen mehr auf dem Schirm. Wir haben auch seit ein oder zwei Jahren Mitgliedsverband, der vor allem sich für Migrantinnen einsetzt. Und so kommt es halt immer mehr rein, natürlich, wenn wir die Leute auch haben, die das voranbringen, das Thema. Aber klar, also in Thüringen haben wir ja auch nicht so
nicht so viele Migrantinnen und dadurch ist es halt auch noch nicht so vertreten. Bestimmt gibt es da auch noch für die Leute in Thüringen, die es gibt, für die Frauen in Thüringen, irgendwie Hürden in den Landesfrauenrat erstmal zu kommen, weil das alles so sehr institutionalisiert ist und so weiter. Aber genau, ich glaube, da sollten wir noch mehr tun. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Theiler, auch nochmal für Ihre Einsicht aus Thüringen. Und dann möchte ich mich jetzt auch bei Ihnen beiden sehr bedanken. Wir haben gelernt, es ist das Bohren dicker Bretter und das wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Und wir setzen jetzt auf Baden-Württemberg und Hamburg und andere Länder, die gerade an Paritätsgesetzen arbeiten. Lassen uns davon nicht abbringen. Und dann gibt es aber auch jenseits oder weiter sozusagen weitergedacht, auch noch viel mehr zu tun, um Parlamente insgesamt vielfältiger zu machen. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Es war ein total interessantes Gespräch. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und verabschiede Sie jetzt in Ihren wohlverdienten Feierabend. Machen Sie es gut, machen Sie es auch gut zu Hause vor dem Computer oder wo auch immer Sie das angeschaut haben und auf bald. Tschüss. Vielen Dank, schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.